Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich einfach mal zeigen, wie ich das jetzt schon in meinem letzten Video erwähnt habe, mit dieser i3 Mega Firmware Marlin, dass wir auch unsere eigenen Hex-Files erstellen können. Wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ja anfangs nur für die X- und Y-Achse meine 2208 Treiber installiert und da hätte ich das wunderbar gebrauchen können. Weil da hätte jetzt nichts von dem gepasst, weil da hätte ich im Prinzip jetzt ja nur zwei Stecker, also zwei Motoren, umschalten müssen in der Laufrichtung und nicht gleich alle vier, wie das hier in den vordefinierten Sachen ist. Und deswegen zeige ich jetzt mal, wie wir unsere eigene Custom-Firmware machen. Was wir dazu runterladen müssen, ist dann hier dieses Source-Marlin. Das brauchen wir. Und was wir dann noch brauchen hier ist diese Arduino-Software. Wenn wir uns das alles runtergeladen haben, schauen wir uns das mal an. Dann haben wir hier zwei gezippte Dateien. Einmal das Marlin und einmal diese Arduino-Software. Gut, das können wir jetzt alles mal entpacken. Jetzt müssen wir natürlich noch das andere. Ich dachte jetzt auch, der macht gleich beides auf einmal, aber leider wieder nicht. Das typische Windows. Muss es doch noch mal einzeln machen. So. Jetzt haben wir das alles soweit. Jetzt haben wir einmal das originale Marlin hier drin. Und einmal die Arduino-Software. Das können wir jetzt mal direkt starten. Brauchen wir auch nicht zu installieren. Wirklich hervorragend. Jetzt haben wir das. Sag ich mal Datei öffnen. So, jetzt muss ich natürlich, ja, wo gehen wir jetzt hier rein? Jetzt muss ich hier in meine Downloads gehen, AnyCubic. Dann habe ich hier das Marlin. Marlin. Und jetzt muss ich dieses Marlin Inu. Da haben wir es. Das öffnen. Jetzt kann ich das hier zumachen. Machen wir das mal groß. Hier habe ich jetzt mein gesamtes Marlin drin und um sich jetzt so ein bisschen zurechtzufinden, gehen wir mal wieder in unsere bewährte PDF-Datei rein. Wo habe ich sie jetzt? Hier dieses Fenster. Da steht jetzt auch noch mal drin oder kompiliere es selbst. Hier steht es auch noch mal beschrieben. Arduino herunterladen, dann halt hier diese Source Marlin herunterladen. Inu starten haben wir schon gemacht. In der IDE unter Tools Board gehen wir Mega 2050, Mega 2560 auswählen. So, da gehen wir jetzt auch noch mal hin. Werkzeuge. Thomas Board. Genius Uno. Was hatten wir da jetzt? Mega 2560. Mega 2560, das haben wir. Und das andere war jetzt nochmal ATmega 2560. Na, das hat er auch jetzt schon mit übernommen. Alles klar, ist das jetzt schon mal richtig. Das haben wir schon mal richtig eingestellt, falls wir es gleich kompilieren. Und dann ist es wieder, gucken wir nochmal rein, als nächstes müssen wir hier in der Konfiguration H-Datei, müssen wir das alles einstellen. Wo haben wir sie? Hier in die Cubic. Conditionals. Configuration H, hier haben wir es. Jetzt kommt er hier wieder mit den Zeilennummern. Ja, das Blöde ist bloß, wir sehen hier keine Zeilennummern. Da müssen wir weiter gucken. Ansonsten ist ja alles soweit schon richtig eingestellt. Das heißt, das richtige Board ist hier schon eingestellt. Die Baudrate war richtig. Motherboard hat er auch schon das richtige Board eingestellt. Was ich jetzt also in meinem Fall machen müsste, wenn ich jetzt wieder nur diese zwei Stepper-Treiber ändere,
Muss ich wieder weiter runtergehen. Hier steht auch nochmal, wie man hier sieht, die Pit-Werte von dem Hotend. Ist alles schon vordefiniert. Hier kann ich jetzt auch mal die ganzen Dateien anpassen, Feedrate, Beschleunigung, aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt in meinem Fall, muss ich jetzt noch mal gucken. Hier haben wir es jetzt gefunden. Wenn ich jetzt meine Treiber verbaut habe, kann ich natürlich hier für jede Achse X, Y und Z Extruder, kann ich dann einzeln die Motoren invertieren. Ich müsste hier also jetzt eine 1 reinmachen, hier eine 1 reinmachen und schon wäre jetzt meine X und Y Achse invertiert. Ich müsste jetzt also nicht mehr die Stecker drehen, wenn ich jetzt diese 2208 bei mir verbaut habe. Hätte ich das alles ein bisschen früher gewusst, hätte ich mir diese Arbeit gar nicht machen müssen. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie ich meine eigene Datei anpassen kann, wie ich möchte. Es gibt nur sehr viele Funktionen, aber das würde jetzt in den Rahmen springen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Videos. In diesem Video möchte ich einfach nur zeigen, wie ich meine eigene Hexdatei machen kann, die ich dann auf meinen AnyCubic flashen kann. Und dann gucken wir jetzt nochmal das nächste. Wenn ich diese Zahlen alle angepasst habe, dann gehe ich Sketch, die Option Export Compiled Binary. Hier haben wir es. Kompilierte Binärdatei exportieren. Klicken wir das mal an. Kompilierung abgeschlossen. Und hier steht es natürlich auch nochmal, die komplette Hexe befindet sich nun in meinem Verzeichnis, nur die Malin Inu Hex benutzen. So, gucken wir jetzt mal. Dann schauen wir jetzt mal AnyCubic, Malin. So. Und jetzt die Hexe machen wir nach Datum sortieren. Hier hat er die nun reinkopiert. Dann nehme ich die jetzt mal ausschneiden. Dann packe ich mir die jetzt mal hier rein. Einfügen. Jetzt habe ich diese beiden Dateien hier. Jetzt gucken wir uns nochmal die Datei an. Wir brauchen nur die ino.hex. ino.mega.hex. Den Bootloader brauchen wir nicht, dann können wir das jetzt erstmal wieder löschen. Gut, jetzt, wie ich das jetzt in meinem letzten Video schon gezeigt habe, kann ich das jetzt einfach mit Cura diese Datei flashen. So kann ich mir also, falls jetzt irgendeine von diesen vordefinierten Dateien, die ich jetzt hier habe, und jetzt keine zufällig für den Drucker, den ich jetzt habe, passt, kann ich mir immer noch eine eigene Hexdatei, also eine eigene Firmware jederzeit zusammenschustern. Das finde ich also wirklich sehr gut. In meinem Fall hätte es damals wirklich gut gepasst, als ich nur diese zwei für die X- und Y-Achse umgerüstet hatte, die 2208, hätte ich das hier sehr gut gebrauchen können. Aber nun gut, das wollte ich jetzt einfach nochmal zeigen, dass man seine eigene Firmware machen kann, wirklich wie man es möchte. Falls jetzt wirklich nichts davon passt, wie jetzt halt in meinem Fall es gewesen wäre, finde ich das wirklich eine sehr gute Sache. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt, dass ich euch da so ein bisschen mithelfen konnte. Falls ihr doch mal sagt, nee, das hat alles nicht gepasst, ich habe da alles ein bisschen speziell an meinem AnyCubic, da müsste ich doch die Firmware ein bisschen selber anpassen. Und so wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Und dann habe ich noch mal eine Frage allgemein jetzt. Ihr wisst ja, ich mache alle meine Videos ohne Werbung. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, was haltet ihr davon? Ist euch das egal, dass ihr sagt, ach,
Mein Gott, wir sehen da so viel Werbung, da kommt es mir auf die eine Werbung jetzt in dem Video auch nicht mehr an. Oder sagt ihr, nee, das ist super, mich nervt das alles schon ohnehin überall Werbung, ich sehe nur Werbung, ist in Ordnung. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben oder sagt mir einfach Daumen nach oben, findet ihr gut ohne Werbung oder macht einen Daumen nach unten, wenn ihr sagt, nö, ist mir wurscht, meinetwegen kannst du da Werbung reinhauen, macht mir nichts. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.